Grüß euch! Willkommen auf meinem Kanal Proofwood. Das ist der nächste Teil von meinem Kappsägestand. Den ersten Teil, den verlinke ich um. Das ist ein kleiner Zwischenschritt, ein Zwischenteil, weil nämlich Produkte, die Auszüge, die ich für unten bestellt habe, habe ich gestern Abend geöffnet und kontrolliert und festgestellt, dass das die verkehrten sind. Jetzt habe ich die neuen geordert, jetzt muss ich natürlich, weil es muss ja irgendwie vorangehen. Das heißt, ich habe heute gefilmt, wie man die ganze Geschichte mit der Kappsäge, muss ich mal umholen, wie man das alles einstellt, dass das alles sauber auf einem Niveau ist. Und das nächste dann, Tenno-Schiene einbauen und mein Anschlagsystem. Bleibt dran und schaut euch das an. Und dort mir abonnieren. Jetzt achtet bitte mal auf diesen Spalt. Ich habe dahinter eine Taschenlampe gestellt.
Das habt ihr ja letztes Mal mitgekriegt, dass diese Platte aus dem alten Kappsäge stand war. Da habe ich jetzt da Löcher drin gehabt. Da habe ich jetzt 8 Löcher gebohrt, Dübel reingeschlagen, verleimt. Und jetzt habe ich da noch ein paar einzelne Punkte. Die mache ich mit dem Senker auf und da tue ich dann Sägespäne mit Leim vermischt rein. Dann schleife ich das Ganze einmal ab und dann schauen wir, wie es ausschaut. Da kommen mir die Sägespäne von der Nut, die ich da gerade gefräst habe für die Tenutschiene, die kommen mir da gerade recht. Da das Ganze früher schon geölt war, habe ich mich wieder für Öl entschieden, in dem Fall für ein farbiges Hartwachsöl von PNZ. Das hat den Farbton Honig. Einfach mal, um ein bisschen einen Kontrast irgendwie reinzubringen. Alles immer so hell, das darf ruhig mal einen Farbstich haben. Tenutschiene ist montiert, Oberfläche ist geölt. Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch mein Anschlag, der Stopp. Den kann ich jetzt dann auszwingen, sauber machen, Bohrungen machen und so weiter. Dann schaut mal weiter zu. So, das ist mein Anschlagsystem. Das ist ein Klotz aus Nussbaum, Walnuss. Und das habe ich natürlich artgerecht mit Walnussöl eingestrichen. Tenut, M8er Schraube, Tenutschiene. Dann kommt der Klotz, das habt ihr ja vorhin gesehen, mit den Führungen. Kommt der Klotz da drauf. Beilage. Das klappt wunderbar. Und wenn man den festschraubt, bewegt sich gar nichts mehr. Da hat null. Null Spiel. Kommen wir kurz zu den Gründen. An meinem alten Kriegssystem hat mich gestört. Erstens der Platz. Man hat dahinter einfach, wenn dieser Anschlag da gestanden ist, da dahinter immer sehr schlecht Platz gehabt. Das nächste war, ich habe das eh letztes Mal schon erklärt, diese Maschine war nicht so ganz und der Anschlag, der original Krieganschlag, den ich verwendet hatte, das war kein Nullspiel. Der hat, wenn man
eine Latte dann gegengeschlagen hat, hat das immer ein bisschen nachgegeben. Das passiert bei dem absolut nicht. Da geht nichts nach und sonst auch nichts. Da passiert nichts. Und jetzt schaut euch einfach den Platz einmal an. Jeder sagt dabei, Schubladenschränke und so weiter unten ein. Mache ich schon Schubladen. Ich habe aber mittlerweile schon genügend Schubladen. Mein Problem ist, ich habe fast keinen Platz, wo ich irgendwas ablegen kann. Man muss was verzwingen, verleimen, ölen zum Trocknen. Und wenn es nur herrichten ist, Material kommt, Schachtel auspacken, irgendwo auf der Werkbank habe ich das vorher gemacht. Da muss ich es 100-mal wegräumen. Ich wollte das. Da kann ich jetzt hinten was hinstellen, das kommt natürlich wieder weg. Ich habe ja da an der Wand sowieso noch Platz. Ich kann da, keine Ahnung, Schraubenregal oder so, egal, dran machen. Wichtig war bei mir eine große Arbeitsfläche und ein Stoppblock, der einfach 1000% hält. Das hat mir viel Spaß gemacht. Das war das erste Mal, dass ich so einen Tenno-Gin eingefräst habe. Ich hoffe, das Video hat euch ein wenig gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben, noch lieber ist mir natürlich ein Abo. Und schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr das Ding findet. Das war's wieder. Servus!